sind gerade auf dem Weg, eine Kommode abzuholen. Und zwar für das Badezimmer. Und diese Kommode wollen wir in einen Waschtisch mit Waschbecken umbauen. Bin mal gespannt, ob das klappt. Aber wir wollten unbedingt so ein Bathroom Vanity, heißt das auf Englisch, von Maison du Monde. Ja? Auf jeden Fall habe ich da ein richtig, richtig schönes gesehen. So ein bisschen mit Century Style, mit einem Waschbecken obendrauf. Und jetzt ist das ausverkauft und wird erst im Februar wieder geliefert. Und ich meine, wir kaufen ja selten neue Möbel. Und also ich committe mich jetzt nicht bis Februar, dass wir das auf jeden Fall kaufen werden. Kurzer Einschub. Den letzten Videoclip habe ich am 16. Oktober gedreht. Jetzt ist es Ende Januar. Wir hätten also auch warten können, aber ich glaube, das Projekt hat sich trotzdem gelohnt. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir bauen jetzt einfach was selber. Ist am Ende dann günstiger, vielleicht auch nachhaltiger. Ich meine, das Riesending, die Kommode ist ja das Secondhand-Teil. Das Waschbecken kaufen wir neu. Und schauen mal, ob wir das hinbekommen. Haben wir natürlich wie immer über Gumtree gefunden und holen es jetzt ab. Hier ist das gute Stück. Ich finde, es hat Potenzial. Jetzt muss es nur noch irgendwie ins Auto passen. Ich finde gerade, es sieht zu breit aus. Aber Jessie hat eigentlich gemessen, deshalb sollte es passen. Ich hoffe. Ich habe gemessen. Ja. Juhu, hat gepasst. Jessie hat richtig gemessen. Ja. Dann ab nach Hause. Wir haben die Kommode jetzt mal ins Bad gebracht, einfach um zu sehen, wie die Höhe so ist, wie es uns so gefällt hier. Und wir wussten schon, dass die Kommode ein bisschen zu hoch ist. Deshalb werden wir die Füße abnehmen. Hier die Füße hier werden wir abnehmen. Und ich glaube, wir wollen hier unten auch eine gerade Kante machen. Wir ändern natürlich wieder ganz viel. Und wir überlegen gerade, ob wir das Hinterteil hier wegmachen. Wir werden es einfach mal testen, wie es ohne aussieht. Jessie meinte, es sind nur vier Schrauben. Ich mache das schnell ab. Kann man abmachen, aber geht nicht so schnell. Okay. Ja, aber hier seht ihr es im Bad. Hier ist das alte Waschbecken und wir wollen, dass es von der Höhe her am Ende ähnlich ist, weil ja, es ist sonst ein bisschen sehr hoch. Wir haben uns schon ein Waschbecken ausgesucht und ich wollte jetzt mal abmessen, ob das hier gut drauf passen würde. Jessie muss es nur noch finden. Oh, schaut mal, wer da am Bildschirmschoner ist. Wer ist das? Meine Frau. Also, wir dachten, das hier könnte gut reinpassen. Anderer Wasserhahn, aber ansonsten würde hier gut drauf passen, finde ich. Die Größe passt auf jeden Fall auch sehr gut. Uns gefallen einfach diese Details hier, die Türen. Und dass das ganze Teil aus Holz ist, sodass wir das bearbeiten können, wie wir wollen und anstreichen können. Ich mag die runden Ecken im Bad, finde ich das eigentlich immer ganz gut. Immer wenn Jessie sagt, das machen wir jetzt noch schnell, gab es eine Stunde. Was ist los, Jessie? Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch erklärt. Oh, auf Englisch? The heads of the screws are old, so when I try and turn, they break. Also so machen wir das nicht jetzt. Bisschen much schwieriger. Much harder to get out without destroying things. Ja, okay. Mach ich später. Hier war so eingeschraubt. Das ist auf jeden Fall besser gebaut als sowas von IKEA. Und das ausrasten, sodass ich das hochziehen kann. Ich hoffe, es kommt jetzt weg, ja? Wow. Ganze Ding ist ab. Die Dinge sind hier. Mhm. Festgeschraubt. Sieht es jetzt ohne Oberkante aus, also ohne zusätzliche Deko, Holzdeko oben. Und das finde ich jetzt schon besser. Jetzt müssen noch die Füße ab. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir hier unten machen, ob wir es gerade abschneiden oder nicht. Ich hätte es ja gern gerade abgeschnitten, aber Jessie meint, das ist zu viel Arbeit. Dein Tischsäge geht das ganz einfach. Aber das Sein Nachbar nicht. Hat eine. Nein, hat er nicht. Ach, hat er nicht? Maybe it's glued, but how? Yes, it is. You don't need it. Now it's too late if we want it anyway.
ohne Beine ist die Höhe der Kommode perfekt, weil obendrauf kommt ja doch ein Waschbecken und dann hat es eine ähnliche Höhe wie das hier und ein bisschen höher finden wir eh besser. Und jetzt überlegen wir noch, wie wir das hier unten machen, ob wir das gerade machen, ob wir das austauschen, ob wir noch kleine Füße dran machen, keine Ahnung, keine Ahnung. Wir machen es uns natürlich nicht einfach und haben das ganze Teil komplett auseinandergenommen, weil mir diese Verzierung hier unten nicht gefallen hat. Und wir wollen die einfach gerade abschneiden. Ich habe jetzt schon mal abgemessen, wo wir das abschneiden wollen, damit das unten dann eine gerade Kante hat und nicht so eine verschnörkelte Kante hat. Das werden wir dann heute noch abschneiden. Dann werde ich es morgen schleifen und ich hoffe dann auch sehr bald streichen. Weil wir müssen es nächste Woche fertig bekommen, dieses Teil, bevor die Bauarbeiten losgehen. Baumarkt, unser Lieblingsladen. Auf jeden Fall haben wir im Baumarkt Türgriffe für das Waschbecken gefunden, für den Waschtisch und auch die richtige Farbe hoffentlich. Wir haben uns für Tahitian Vanilla entschieden. Sorry, die Waschmaschine ist an. Und diese Griffe, die waren auch relativ günstig im Baumarkt und wir brauchten einfach schnell was und wollten jetzt nicht nochmal was auf Etsy bestellen, aber ich werde euch ähnlich auf Etsy verlinken. Und ja, es könnte echt schön aussehen, wenn es dann fertig ist mit der Farbe. Wir haben sozusagen ein Template gemacht fürs Waschbecken, damit wir entscheiden können, welches wir bestellen. Denn wir haben, um ehrlich zu sein, schon eins bestellt. Das war aber zu klein. Das hat uns dann doch nicht so gut gefallen. Bevor wir jetzt wieder was bestellen, was uns dann doch nicht gefällt, haben wir jetzt ein Template gemacht. Ich zeig's euch. Und zwar ist das der Waschtisch. Den seht ihr hier. Und hier dieser Karton soll das Waschbecken darstellen. Und ich finde, die Größe sieht echt gut aus. Vorher war es einfach viel zu klein. Und jetzt gefällt es mir gut. Jessie hoffentlich auch. Und hier ist einfach nur Chaos. Überall Chaos, weil wir noch so viele Projekte haben, bevor wir ausziehen. Für ein paar Wochen, bis das Bad gemacht wird. Und ja, ich glaube, das ist die richtige Größe so. Hoffentlich passt diesmal. Was sagt ihr? Kurzes Update. Die Löcher hier sind schon gefüllt und geschliffen. Das sieht schon sehr gut aus. Und hier sind wir fast fertig mit den Löchern. Und dann haben wir noch so kleinere Stellen ausgebessert. Die werden wir jetzt auch noch abschleifen. This was a movie, I guess we reenact. See when my car door gets open and like that. Ich mach's mit Handschuhen, weil ich das Gefühl von Sandpapier überhaupt nicht mag. Hatte unten so Rillen, die habe ich dann auch mit Holzkit gefüllt und abgeschliffen. Zwischendurch habe ich die Stellen trocknen lassen, nochmal mit Holzkit gefüllt und wieder abgeschliffen. Das war übrigens alles noch im Oktober, bevor wir ausgezogen sind und bevor die Bauarbeiten losgingen. Hier ist übrigens die Tür vom Waschtisch und hier haben wir auch das Loch zugemacht. Das haben wir auch gefüllt. Und hier haben wir jetzt schon mal die Griffe abgemessen. Wir haben uns diese Griffe im Baumarkt ausgesucht. Und bevor wir die Tür streichen, wollten wir schon mal die Löcher schrauben, die Löcher reinbohren. Und ja, ich werde jetzt nochmal nachmessen, ob das wirklich so stimmt, wie wir das uns überlegt haben von der Position her. Und dann kann ich auch schon tapen. If this was a movie, I guess we reenact. Okay, nachgemessen. So, das hat nach ein paar Versuchen geklappt. Wir mussten noch mal ein Loch ein bisschen weiter nach rechts bohren. Ja, jetzt müssen wir es nur schaffen, dass die zweite Tür genau an der gleichen Stelle den Griff hat. Oh Gott.
Deshalb machen wir so ungern Griffe an Möbel. Einfach nur so Knöpfe ist viel einfacher. Tada! Das sind dann die Türen. Die müssen wir nur noch streichen. Und die Griffe nehmen wir natürlich noch mal kurz raus zum Streichen. Aber sieht gut aus. Hat geklappt. Und es veredelt das Ganze noch mal extrem. Sehr schön. Oh, ich freue mich schon, wenn es fertig wird. Heute ist so ein richtig verregneter Tag. Der perfekte Tag also, um endlich das Waschbecken oder den Waschtisch fertig zu bekommen. Und ich werde jetzt erstmal die Türen abtapen und noch ein paar andere Stellen. Und ich glaube, Jessie macht jetzt erstmal ein bisschen Kaffee. Und dann streichen wir. Ist gar nicht mal so einfach, weil dieses gewebte Muster hier nicht gerade verläuft und ich dennoch will, dass wir eine gerade Linie am Ende haben. Deshalb schiebe ich dieses Tape so ein bisschen unter das Holz, soweit wie es geht, aber es ist schwierig. Bin mal sehr gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich hoffe, okay. Okay, fertig. Das war echt nicht einfach. Aber Jess jetzt kontrolliert sozusagen und meint, ich habe ganz gut getaped und jetzt werden wir noch das hier drüber kleben, so ein Stück Karton, damit auch wirklich nichts von diesem Gewebten hier angemalt wird. Sehr gut. Diesmal keine Ökofarbe, weil die letzte ja so ein Reinfall war und überhaupt nicht gut funktioniert hat und auch immer sofort wieder dreckig geworden ist. Und die haben uns extra anmischen lassen. Das ist die Farbe Tahitian Vanilla. Das ist so eine schöne Cremefarbe. Hoffentlich. Weil darunter ist ja nochmal das gewebte Muster von der Tür und ich bin sehr gespannt, ob wir gut getaped haben. Ich glaube, an manchen Stellen wird man so ein bisschen weiß sehen, aber wenn es nicht so stark ist, ist es nicht so schlimm, oder? Jessie schüttelt den Kopf. Und genau, dann ziehen wir mal das Tape ab. Oh, das ist schön. Hier wird es aber spannend. Ah, da ist noch ein bisschen Tape stecken geblieben. Aber sonst ist es eine geile Linie. Yay! Überall, wo es nicht ganz gerade ist, ist noch ein bisschen Tape drunter. Das kriegen wir dann ab mit einer Pinzette oder so. Tada! Na, was sagt ihr? Schon ein großer Unterschied zu vorher. Hier nochmal ein kurzer Rückblick, wie es vorher aussah. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, was zwischen November und jetzt im Januar alles so passiert ist. Der Boden wurde rausgerissen, der ganze Anbau neu gemacht und. Ich habe euch das Video auf jeden Fall unten nochmal verlinkt. Dann wisst ihr ja auch aus dem letzten Video, dass das Bad aufgrund von Problemen erst im Januar fertig wurde. Erst dann konnten wir den Waschtisch so richtig installieren. Die Installation vom Waschbecken war eigentlich der einfache Teil. Wir haben einfach ein Loch in die Arbeitsplatte gebohrt und dann darauf das Waschbecken gesetzt. Und hinten an der Wand haben wir auch ein passendes Loch rausgeschnitten, damit die Rohre in den Waschtisch passen.
Der Waschtisch hat am Ende übrigens auch eine schützende Lasur erhalten, damit die Farbe beständig gegenüber Wasser ist. Und tada, das ist der Waschtisch. Ich zeige gleich noch mehr. Die Installation ging dann eigentlich ziemlich einfach. Wir haben einfach nur ein Loch gebohrt, das Waschbecken draufgestellt. Der Klempner hat dann das Wichtigste angeschlossen. Wir können das aber auch wieder abmachen, wenn wir dann hinten die Fliesen anbringen. Das Projekt ist nämlich noch nicht ganz fertig. Hier kommt zum Beispiel auch noch ein Schrank hin, um den Boiler zu verdecken. Dann kommt hier noch so eine Fliesenwand hin. Die werden wir wahrscheinlich selber anbringen. Ein großer Spiegel natürlich, eine Lampe. Hier kommt noch ganz viel hin, aber ich wollte mal kurz erklären, wie das dann hier, wie wir das jetzt finalisiert haben, das Projekt. Wir haben uns auch hier wieder für Messingfarbenarmaturen entschieden. Passen natürlich auch zu den Griffen, die ihr gleich nochmal seht. Und um das Waschbecken herum. Ich fühle mich wie so ein QVC-Präsentatorin. kommt dann noch Silikon. Da mussten wir noch ein Loch in die Rückwand schneiden, damit das Waschbecken direkt an die Wand passt, aufgrund der Rohre, die sonst im Weg gewesen wären. Ich bin gerade am Schneiden und bevor ich euch jetzt zeige, wie der Waschtisch innen aussieht, zeige ich euch nochmal einen Vorher-Nachher-Vergleich. Euch interessiert bestimmt auch der finale Preis. Die Kommode an sich war um die 45 Euro. Die Griffe waren, glaube ich, umgerechnet so um die 20 Euro. Das Waschbecken hat umgerechnet 130 Euro gekostet. Und die Armaturen haben umgerechnet 110 Euro gekostet. Die waren so teuer, da Messingarmaturen generell nicht die günstigsten sind. Dazu kommt noch Farbe und etwas Tape. Insgesamt also ungefähr so 300 bis 320 Euro. Ein vergleichbarer neuer Waschtisch, der uns auch gut gefallen hat, kostet so um die 680 Euro. Ich zeige euch mal das Waschbecken von innen. Hier. Das wird alles noch eingeboxt. Das ist alles noch nicht richtig komplett fertig alles. Aber ich wollte euch jetzt nochmal den Waschtisch von innen zeigen. Tada! Sieht noch nicht so viel drin. Da muss ich auch noch für mehr Ordnung sorgen. Zum Beispiel so Schubladen einbauen oder ähnliches. Das kommt noch. Wenn ihr so ein Projekt machen wollt, ist es natürlich am praktischsten, wenn ihr eine Kommode kauft, die schon Schubladen hat. Dann müsst ihr zwar so hinten aus den Schubladen dann auch wieder so ein bisschen Abstand rausschneiden. So wie wir es jetzt hier gemacht haben. Ihr seht das hinten am Loch. Da seht ihr die Rohre. Da mussten wir eben ein Stück rausschneiden, damit das Waschbecken direkt an die Wand passt. Aber das war ziemlich einfach. Das war eigentlich das Einfachste an der ganzen Sache. Auf jeden Fall werden wir da nochmal ein bisschen aussortieren, neu organisieren. Und das mache ich dann bei einem extra Video. Ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal das finale Produkt. Ich finde es lustig, dass ich jetzt hier so meinen Abschluss mache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über Daumen hoch. Wie gesagt, es kommt dann noch ein Follow-up zu den Fliesen, die wir noch anbringen müssen an die Wand. Dann noch zu mehr Ordnung hier im Waschtisch. Das Silikon muss ja noch angebracht werden. Also wir haben hier noch einige Projekte im Bad. Auch diese Box hier, die wir dann noch so bauen, damit das hier alles ein bisschen mehr versteckt wird. Der Boiler und die Rohre, dass die ein bisschen, dass die nicht mehr so sichtbar sind. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare, wenn ihr neu seid, über neue Abonnenten. Ich habe unten nochmal die Playlist verlinkt, rund um unser Haus, was wir jetzt schon alles gemacht haben. Dann könnt ihr so unseren Weg zu unserem Traumhaus ein bisschen mitverfolgen. Und damit ihr das nächste Video nicht verpasst, vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!